Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Freunde, ich freue mich sehr, denn das Album Nacht von Elif ist finally draußen, Freunde. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Boxen gibt. Falls es noch Boxen geben sollte, werde ich euch auf jeden Fall den Link dazu in die Beschreibung packen, Freunde. Gönnt euch nochmal gerne, wenn ihr wollt und supportet, wo ihr könnt. Jetzt haben wir den Song mit Elif zusammen hier noch als Musikvideo-Auskopplung, was ja auch Sinn macht. Wir haben jetzt Elif x Samra mit Augen zu. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, Freunde, ja. Zu Ende war ja schon ganz, ganz heavy und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und war wirklich eine Überraschung, finde ich, Samra so mit Elif zu sehen, weil ich Elif damals auch noch gar nicht kannte. Ich habe sie ja dadurch kennengelernt, durch den Song mit Samra zusammen. Von daher bin ich dem ewig dankbar. es war wirklich einfach seitdem so jetzt die Wochen über, wo die Tracks aus Nacht gekommen sind, immer wieder schön. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ihr wisst, ich bin zu einem kleinen Elif-Fanboy geworden. Von daher hat mich das sehr, sehr gefreut, dass ich sie eben durch so einen Song kennengelernt habe. Und jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen mit ihrem Album und dem Song mit Samra zusammen, den sie jetzt hier bekommen hat. Augen zu. Wir hören rein zusammen, Freunde. Ich lieb dich auch, wenn ich leide. Wir haben kein Musikvideo? Warum haben wir kein Musikvideo? Ist auch nichts verlinkt. Warum haben wir kein Musikvideo bekommen? Ich dachte gerade kurz, okay, vielleicht kommt noch ein Musikvideo. Aber hier steht schon Official Video drin. Das heißt, es wird kein Musikvideo geben. Okay, wir hören erstmal weiter kurz. Also erstmal, Beat gefällt mir sehr, sehr gut. Ich lieb dich auch, wenn ich leide. Niemand glaubt an uns beide. Doch keiner küsst mich so wie du. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Oh, ey, die Message stellt da, aber keiner küsst mich so wie du. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Das ist so eine, ist eigentlich was Simples, aber es hat so eine starke Aussage für mich, so einen krassen Impact. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Heißt ja auch, rein theoretisch, diese Person könnte alle Entscheidungen für mich treffen, weil ich der so hundertprozentig vertraue, dass sie alle Entscheidungen, die mich angehen, richtig treffen würde, ja. Also die könnte irgendwas absprechen ohne meines Wissens und ich wäre danach nicht mad. Ich würde der vertrauen, ich lege mein Leben in ihre Hände so. Ich vertraue dir mit Augen zu, finde ich. Ist sowas Simples, aber sowas, was so einen ganz krassen Impact hat. Ich kenne das Salz meiner Tränen und du den Schmerz meiner Seele. Oh, ey, diese Stimmlage von Elif liebe ich, Mann. Und keiner küsst mich so wie du. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Jetzt aber ganz ehrlich, es ist ganz komisch, dass wir kein Musikvideo haben, oder nicht? Es ist ganz, ganz komisch. Sie haben jetzt zu Ende zusammen gemacht. So, da war alles clean. Wir hatten Musikvideo, Promo, sie haben es beide gepostet und bla bla bla. Und jetzt bei Augen zu, also ihr müsst das so vorstellen, für die, die da vielleicht nicht so drin sind im Game. Normalerweise, wenn man einen Song zusammen macht, ein Feature, ist es eigentlich gang und gäbe, okay, wir machen für dein Album, für dein Stuff, EP, was auch immer, einen Song zusammen mit Musikvideo, mit Promo gegenseitig ein bisschen. Und ich mache dann für dein Album mit dir zusammen Musikvideo, Promo, Instagram, bla bla bla. Dann sind wir so, dann ist man so miteinander. Da hat man alles fertig gemacht. Ich gebe dir was, du gibst mir einen Song so. Ist eigentlich so, dass sie jetzt so gesehen diesen Song von Samra bekommen hat. Aber wir haben kein Musikvideo, was eigentlich sehr, sehr komisch ist. Und ich meine, man sieht es ja auch daran, dass sie das jetzt ohne irgendwas hochgeladen hat. Also als Schwarzbild, nicht mal ein Lyric-Video oder whatever. Das ist schon ein bisschen weird, oder nicht? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Elif meinte, ey Samra, lass mal kein Musikvideo machen, kommt nicht so gut, lass mal kein Musikvideo machen. Weil sie ist ja offensichtlich die kleinere Künstlerin hier. Und das ist schon weird, dass wir kein Musikvideo haben, finde ich. Ich hätte auch gerne ein Musikvideo gehabt, ich bin ehrlich, Mann. Irgendwas Simples zumindest so. Die beiden einfach so durch die Stadt laufen, zu Ende war es ja auch nicht so krass aufwendig, sag ich mal. Wäre ja auch simples Musikvideo eher. Ist schon weird irgendwie, weiß nicht. Ich hab die ganze Nacht lang nur von dir geträumt. Glaub mir, Giano. Lüg Mama an und sag ihr, du bist nur ein Freund. Doch wir fahren nach Milano. Huch. Misch dich nicht ein, wenn wir uns auf der Straße streiten. Egal was ist, wir müssen immer übertreiben. Freunde sagen, ich werd das mit dir bereuen. Doch sie haben keine Ahnung. Digga, so bis jetzt ein unglaublich schöner Song, Mann. Unglaublich schön von Elif der Part. Denn du bist wie ich, mit dem Kopf durch die Wand. Und egal was passiert,
Du bleibst mein Mann. Oh, ey, ich hab Gänsehaut dabei. Gänsehaut. Diese leichte, fast schon zittrige Stimme, aber im Positiven gemeint. Dieses, ich kann es schwer beschreiben, aber es hört sich so schön an gerade, diese Stimmlage von Elif. Und egal was passiert, Oh. du bleibst mein Mann. Ich liebe dich auch, wenn ich leide. Das ist gut. Niemand glaubt an uns beide. Ich finde das sogar fast besser als zu Ende. Bis jetzt, also ich bin irgendwie, also weiß nicht, flasht mich ein bisschen mehr sogar. Doch keiner küsst mich so wie du. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Ich kenne das Salz deiner Tränen. Ich weiß nicht warum, aber ihre Stimme hört sich hier so gut an. Und du den Schmerz meiner Seele. Und keiner küsst Küsst mich mich so so wie wie du. du. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Okay, jetzt haben wir das Part, ich bin sehr gespannt. Ich hab die letzte Nacht nicht bereut. Kann sein, dass ich dich liebe. Ich weiß, du hast vor mir geträumt. Goldener Gold und ich schieße. Ey, auch die Stimme von Samra hört sich hier sehr, sehr gut an, Mann. Ey, okay, wir hören erstmal weiter. Ich möchte auch nicht zu viel sagen, aber es könnte echt besser werden als das Ende für mich. Ich weiß, du hast vor mir geträumt. Geträumt. Goldener Gold und ich schieße. Sitz im Club, bin KFX in Raki. Du machst mich kaputt und ich drück den Maserati. Ey, seine Betonungen sind hier so scharf, finde ich. Auch das R und die Aussprache allgemein ist viel schärfer. Das bin nicht ich, sondern die Brieschatz. Sag dir, Baby, bei mir bist du safe wie ein Schließfach. 6 Uhr früh und du rufst unbekannt an. Deine Stimme so wie die von Nancy Ashram. Keine Zeit, du weißt, dass ich auf der Flucht bin. Tut mir leid, Baby, denn ich bin ein Muschel. Janem, ich bin clean. Oh, ey, ich finde wirklich, das ist echt schade, Mann, dass wir jetzt erstens kein Musikvideo haben, aber zweitens finde ich, dass es wirklich ein ultimativ starker Song ist, Alter. Ich habe noch nichts anderes ins Album reingehört, ja? Also außer obviously so die Singles, die released worden sind. Aber der Song ist ultra stark. Und mein Herz schlägt im Takt, Ephedrin. Ich weiß, dass du mich liebst, weil im Jeep schreit dein Ex ist ein Beach. Ich lieb dich auch, wenn ich leide. Das ist gut. Niemand glaubt an uns beide. Doch keiner küsst mich so wie du. Du. Auch wirklich, also wirklich, der Refrain ist ultimativ strong, Alter. Das ist so schade, also es ist echt komisch, finde ich. Es ist ganz komisch genommen, dass wir kein Musikvideo haben. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber wenn Elif schon so ein Blackscreen hochlädt statt ein Lyric-Video. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es auf jeden Fall schade, Mann. Weil eigentlich ist es halt so, dass sie zurück, ein Video zurückbekommt und alles mögliche clean, klar, bla bla blum, blabidi blabidi blu, blabidi blabidi bu. Keine Ahnung, Mann. Aber immerhin haben wir den Song so, Mann. Ich bin sehr, 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 sehr froh darüber, weil der wirklich für mich stärker ist als zu Ende. Und dass jetzt auch mit diesem Song das Album von Elif unglaublich strong wirkt. Und ich glaube, wir könnten auch dazu eine Album-Reaction machen. Dass wir uns die Tracks, die noch nicht als Single draußen sind, uns anhören. Weil ja auch mit Azad zum Beispiel, da bin ich auch sehr gespannt drauf, Alter. Da freue ich mich sogar echt drauf. Da könnten wir zu den restlichen Songs vielleicht eine Album-Reaction droppen. Das wäre ganz geil. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Ich kenne das Salz deiner Tränen. Und du den Schmerz meiner Seele. Und keiner küsst mich so wie du. Ich vertraue dir auch mit Augen zu. Oh, auch der Beat, Alter. Ey, wirklich ein ultimativ guter Song. Ich finde ihn stärker als zu Ende. Also hier kann jeder für sich selbst entscheiden so, aber ich finde ihn stärker als zu Ende sogar. Ich fand gerade der Refrain von Elif unglaublich schön. Und der Part von Zamra war auch echt stark. Ich weiß nicht, was es war, aber seine Stimme und seine Betonung hat sich hier so viel, viel ernster und ja, schärfer angehört irgendwie. Es war irgendwie mehr drin in seinem Part. Hört sich vielleicht gerade komisch an so, aber es war irgendwie, war greifbarer, handfester irgendwie. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, schade, dass wir kein Musikvideo haben. Aber gut, wir hören auf jeden Fall noch in die anderen Songs zusammen rein, Freunde. Die vom Album, die wir noch nicht gehört haben, weil ich da Bock drauf habe. Und weil ich glaube, dass das Album allgemein sehr, sehr stark ist, Freunde. Ja, Link zum Album ist in der Beschreibung, zur Box. Gönnt euch gerne noch, wenn noch welche da sind. Und ansonsten lasst mal eure Meinung mal gerne dazu in den Kommentaren da, Freunde. Was meint ihr? Warum haben wir kein Musikvideo bekommen? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.